Sie haben ein Abflussproblem? Wir haben die Lösung. Ihr Team der RKS GmbH bietet Ihnen professionelle Verstopfungsbeseitigung, TV-Untersuchung inklusive Ortung vom Leitungsverlauf, physikalische Dichtheitsprüfung und grabenlose Rohrsanierung. Wir von der RKS GmbH sind stolz darauf, unseren Kunden eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten. Und unsere Profis führen diese Arbeiten mit modernsten Geräten aus. So halten wir Ihre Rohre im besten Zustand. Sollten Sie dennoch ein Problem mit Ihren Rohrleitungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne können Sie unsere Website www.rks.hamburg besuchen oder Sie wählen 040 für Hamburg 5569690 und wir sind zur Stelle. Ihr Abflussproblem und wir haben die Lösung. Ihr Team der RKS GmbH, www.rks.hamburg. Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Micha und Ebi. Heute am 28.05. um 0.26 Uhr. Als erstes möchten wir uns entschuldigen für die Tonqualität. Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, heute zu Hause bei Ebi eine Wohnung aufzunehmen. Wir haben unser mobiles Aufnahmegerät auf ein Dreibein gestellt, haben das jetzt irgendwie halbwegs gekoppelt gekriegt und demnächst gibt es dann wieder gewohnte Qualität mit Rode, Mikrofon und ja, oder einfach per PayPal ein paar Euros rüberschicken, damit wir ein besseres Aufnahmegerät kaufen können. Nee, das Geld lass mal anders investieren. Definitiv, so, ne? Ich mach mir erstmal ein Bier auf. Ja, bevor wir jetzt hier anfangen, stoßen wir erstmal an, ey. Könnte spannend werden gerade. Das wird mega spannend und ich halte es, obwohl, erstmal was trinken. Ja, ich übernehme mal, während Micha trinkt. Wir sind auch noch ein bisschen geflasht, ne, von dem, was wir gerade erlebt haben. Viele werden warten auf die Folge. Wir haben lange überlegt, was wir tun, was wir nicht tun. Genau. Kommt eine Folge, weil es stand nie zur Debatte. Also es war immer klar, wir machen auch unangenehme Sachen, denn es geht heute leider ums Unangenehme. Wir haben uns aber entschieden, also für alle, die jetzt auf Stimmen warten von Fahrern, Verantwortlichen, Ähnliches, wir haben uns dazu entschieden, kein Fahrer. Ja, wir nehmen keinen Fahrer, weil wir wollen jetzt hier keinen vorführen oder keinen zwingen, irgendwas zu sagen. Bei dem, was heute passiert ist in Tetro, da wirst du drauf zu sprechen kommen, kann sich so ein Fahrer auch mal leicht in die Scheiße reiten und das ist uns nicht wert, dass wir vielleicht einen jungen Fahrer, die heute schon genug leisten mussten, da kommen wir später natürlich auch nochmal zu, irgendwie in eine Bedrohung zu bringen. Bedrohung ist das richtige Wort. Ja. Ja. Natürlich geht es um das Rennen heute, um den Auerhahn-Pokal in Tetro. Das nach 16, ich nenne es mal Läufen, man muss tatsächlich sagen, es waren ja zwischendurch keine wirklichen Läufe mehr, abgebrochen wurde. Ja, ich würde mal starten. Trotzdem ist es einfach unfassbar schade für den Sport, was dort aktuell passiert. Traurig hoch 10. Schade, das war's für den Speedway-Standort Deutschland. Ja, so und so ähnliche Nachrichten liest man gerade aktuell überall. Ich habe 83 WhatsApp-Nachrichten gerade, die ich noch nicht gelesen habe. Mag sie auch gerade nicht lesen. Boah, ich weiß nicht, wie fangen wir an, Micha? Was passiert? Weiß ich nicht. Das mit den Stimmen, also erstmal hast du gerade eine Stimme aus unserer Startbandgruppe vorgelesen. Mhm. Wer das geschrieben hat, ist egal. Ich würde einfach nochmal einen nachlegen. Mhm. Warum hält man an diesem Austragungsort fest? Nur um ein Grand Prix in Deutschland zu haben? Sorry für den Ausdruck, aber da scheiße ich drauf. Ich will ein geiles Rennen sehen, mehr nicht. Ein verschenkter Termin. Wir haben lange versucht, irgendwie, weiß ich nicht, Mann, was. Wir können, also grundsätzlich können wir jetzt nicht um heißen Brei rumreden. Ne? Das ist, was heute passiert ist, ist sicherlich kein Weltzusammenbruch, aber wenn man bedenkt, dass auf der Bahn, die Tetro heute geboten hat, in 14 Tagen der einzige deutsche Grand Prix stattfinden soll, ist es eine absolute Vollkatastrophe. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man das Geschehen verfolgt hat in Tetro, dass diese Vollkatastrophe vollsehenden Auge wahrgenommen worden ist und da man reingelaufen ist. Ja, ein bisschen wie Titanic, ne? Man hat den Berg kommen sehen. Genau. Boah, wir gucken mal, wir lassen die Kapelle spielen und
traurig. Ne? 4.500 Zuschauer waren da. Überraschend. Ich habe das nicht gedacht. Es werden weniger. Ja. Aber schön, das Standard-Bergring-Volk. Also es war schönstes Wetter. Es war alles angerichtet. Ja. Lass uns chronologisch gehen. Die ersten 4-5 Läufe, glaube ich, waren okay. Ne? Also lass mal einen Schritt vor. Ja, und dann erstmal vielleicht das Drumherum. Drumherum war alles in Ordnung. Der Eintritt mega schnell. Parkplatzsituation. Oh, Alter, wie assi. Das finde ich richtig schlecht, ja. Herr Schulz. Ja. Die Parkplatzsituation gut, Versorgung gut, Essen gut. Bier kostet einen Fünfer, muss man sich dran gewöhnen. Die kritischen Stimmen nehmen wir auf jeden Fall mal nicht an. Der wird wohl auch seinen Taler verdienen bei den Preisen. Ja, und dann kommen wir zu dem Sportlichen. Dann das groß befürchtete, dass die Bahn in Tetro nicht hält, wie schon wie im Grand Prix 2022, als Maastik sagte, it's a little bumpy, ich habe den Einspieler, ich kann den jetzt aber nicht einspielen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ist heute genau wieder das Gleiche passiert. Und letztendlich ist es dann darin geendet, dass das Rennen nach 16 Laufen abgebrochen worden ist, wo die Fahrer dann auch vorher schon Gas weggenommen haben, in der Kurve aufgehört haben zu driften und um die Löcher herumgefahren sind und weitergedriftet sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, es war nicht schön anzusehen, ne? Also wie gesagt, Lauf 1, 2, 3, 4, okay. Ab, ich glaube, wie nennt man denn das? Turn 2, also zwischen 4 und 8, da ging es los. Im zweiten Block, ja. 5 und 8 im zweiten Block. Genau. Es ist ja nicht, weil du sagst, sehenden Auges, ne? 2021, meine ich, wurde der Schildbürgerpokal abgebrochen, weil die Bahn schlecht war. Es waren Diskussionen seit Jahren um die Bahn. Die Speedway-Liga Nord ist keine 2 Wochen her. Da ist es zwischenzeitlich zu Eskalationen gekommen und die Fahrer waren sich nicht einig, fahren sie nicht. Hinterher eine Zeitung steht, alles war top, alles war schön. Ich weiß nicht, dann ist es heute sehenden Auges, Ablauf 5. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie die Bahn nicht gemacht haben. Die haben darum Tage, Nacht, darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Das ist es ist immer das Gleiche. Und mal ganz klar, das ist jetzt auch nicht irgendwie gegen den Bahndienstmeister, den aktuellen, ich weiß nicht mal, wer das ist, gerichtet oder gegen die Leute, die da mit der Schippe stehen und das noch fertig machen und auch irgendwelche asozialen Pissklöpper aus dem Publikum, als dann die Bahn freigeschaufelt worden ist am Rennabbruch, ja, hey, immer früher machen können. Also sowas, ne, darum geht's nicht, aber ja, sehenden Auges. Das sind keine Neuigkeiten, die Strecke ist an derselben Stelle aufgebrochen. Zumal von außen, wie du es gut vorhin festgestellt hast, gar nicht zu sehen. Aber wir sind dann nach Rennabbruch selber auf der Bahn gewesen und ich konnte meine fucking Hand in der Rille verstecken. Okay? Ja. Ich habe jetzt keine großen Hände, aber das sind auch wahrscheinlich einfach mal 15, 16 Zentimeter, die ich da verstecken konnte. Antonio Limbeck, also so hat man es dann gesehen, stand auf der Bahn, hat sich hingekniet, ne? Also hast du es gesehen? Ja, hat damit hat den kompletten unter die Wade, das komplette Bein lag da Unterschenkel, ich kam nicht drauf, danke. Okay, lag in dieser Rille, die da immer ist. Also Leute, die in Tetro waren, die es kennen, wissen, wo sie ist. Mhm. In der Zielkurve. Mhm. Lag da drin, hat da ein Foto gemacht. Das ist wie eine Schanze, die da irgendwie 10 cm hoch ist. Ja, genau. Und auf einmal, ein paar Meter weiter, war der Belag wieder so fest, dass du da rausgeschossen wirst. Sicherlich erstmal alle Unfälle, die wir heute gesehen haben oder auch Stürze, waren nicht nur auf die Bahn zu reduzieren, das ist auch Fakt. Ne? Also ein Sam Jensen hat sich da auch zweimal unnötig rauskatapultiert, aber der Rest, Leute, Alter, also wirklich. Ja. Und du kannst mir sagen, was du willst, das ist nur eine Vermutung. Ne? Jetzt glauben wir wirklich dran, dass wir da in 14 Tagen Grand Prix fahren, dass heute aus Polen und von Discovery, dass da heute keiner hingeguckt hat und sagt, ey Leute, sind wir uns sicher, dass wir da einen Grand Prix ausstatten wollen oder austragen wollen in 14 Tagen? Ich bin kein Bahndienstmeister, aber belehre mich einen besseren. Ich glaube nicht, dass man sowas in 14 Tagen einfach wieder wegkriegt. Also, dass man in 5 Jahren nicht geschafft hat. Man war zwischendurch auf einem guten Weg, warum auch immer das schief ging. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr GSM lief gut, ne? Also besser als sonst. Besser als sonst. Danach, jetzt ist wieder vorbei. Ne? Also sie sagen selber, es ist Naturbelag da reingebracht worden, der nicht, sich nicht verdichtet. Das ist mir aber egal, ob das Naturbelag ist. Weißt du, ich meine, ich brauche mich nicht 2 Wochen vorher mit einem Plakat in der Hand, Daumen hoch, in die Zeitung stellen und hier ist alles super, ist zertifizierter Belag und dann liefere ich hier so ein Rennen ab. Das funktioniert nicht. Ich weiß, dass das harte Worte sind, gerade nachdem wir heute dann auch mal noch, wo kommen wir auch noch gleich zu einer Pressekonferenz gebeten worden sind. Das funktioniert nicht, Alter. Ich habe Angst davor, den als Fan, und die Angst ist berechtigt, den Speedway Grand Prix Standort Deutschland zu verlieren. Ja. Wer hat das nicht? Also, ich teile auch die Meinung nicht von der
was du vorhin vorgelesen hast, mit ich scheiß drauf und ich will ein gutes Rennen sehen. Ich möchte den Grand Prix in Deutschland behalten. Und am liebsten sogar hier 50 Natürlich Kilometer von Mecklenburg Vorpommern. Aber persönliches Ding, ne? Also ich bin halt kein Bayer, für mich ist es direkt ja, Punkt, in der Lokalpatriotismus, ne? Liebe aber Südbayern oder. Ich gebe ihr recht, so möchte ich nicht im Fernsehen dargestellt werden. Zumal wir haben es letztes Jahr erlebt, ne? Mhm. Was das für eine Kreise gezogen hat. Man, der Buschfunk munkelt schon wieder, die Grand Prix-Fahrer reden untereinander. Mhm. Ein Bartosz Szwarzlik, ein Robert Lambert, ein, wie auch immer sie heißen, ein Marci Janowski, ein Mikkel Mikkelsen. Ja, die reden untereinander, verstehst du? Und da der Buschfunk sagt, sie haben Stand heute, Stand gestern keine Lust auf Tedero. Darum geht's nicht, ob sie Lust haben oder nicht. Es ist eine WM, sie müssen erfahren. Aber ich habe ein bisschen Angst. Weil ich einfach nicht sehe, wie man. Also, man hat ja jetzt Jahre Zeit gehabt. Ne? Ja. Und wie soll es jetzt in 14 Tagen funktionieren, diese Bahn sicher zu machen? Eine weitere. Ja, Punkt. Eine weitere. Also, eine Frage weiter vor noch. Ey, hat man das bei der Spielerliga Nord nicht gesehen? Du kannst mir doch nicht sagen, dass es jetzt nur bei den etwas besseren Fahrern, also. Spielt wieder Nord, in der Freizeitliga nicht, aber schon Amateurliga, dass die Bahn da nicht aufgebrochen ist. Ist doch Quatsch. Selbe Maschinen, klar drehen die vielleicht nicht mit so hoher Geschwindigkeit drüber, aber auch der Reifen dreht darüber. Ja. Hast du das so wahrgenommen? Danach haben sie ja, ne, ich war ja da, also sie war nicht gut. Ne? Also die Bahn war genau so. Aber heute war ja Katastrophe, Ebi. Überleg dir mal, was wir gesehen haben. Die Fahrer, und das ist, erinnert dich an Lauf 13, 14, 15, die Fahrer sind aus dem Drift rausgekommen, sind um die Löcher rumgefahren, haben weitergedriftet. Und jetzt wollen wir uns darüber unterhalten, dass da in 14 Tagen Grand Prix stattfindet? So, und tut mir leid, Adi Schlag hat sich nun mal vor ein paar Tagen und der Fisch fängt oben an zu stinken. Herr Adi Schlag hat sich nun mal in die Zeitung gestellt, hat gesagt, alles gut, nichts ist gefährdet, der Bahnbelag ist zertifiziert und top. Und Stand jetzt, um die Aussage aufzugreifen, ich glaube, so ist gefährdet. Natürlich ist er gefährdet. Na klar, wurde so eine Aussage heute nicht gesagt, was sie selber auch nicht wussten. Natürlich ja? nicht, die wissen wir gar müssen, nichts. Wir also woher auf? Wir sind hier zwei nicht. Stunden nach dem Rennen. Und keiner, und auch wichtig zu sagen, natürlich ist auch niemand in Tetro froh. Auch, egal, ob die Führung ist, der Vorsitzende, der Herr Holz, ob das beide Schlag sind und auch noch die Bahndienstmeister, die sind keiner in Tetro ist froh, dass es so gelaufen ist. Ich habe da weinende Mitglieder gesehen. Ich habe da... Ja. Und die junge Frau tut es mir gerade, auch ohne Namen, tut es mir mega leid, Alter. Ja, da waren noch mehr, die da wirklich sehr, sehr enttäuscht waren, die draußen waren. Und es ist eine Vollkatastrophe für den Spielfeldstandort gewesen in Deutschland. Und wenn das jetzt noch in die Außenpresse geht und solche Leute wie Antonio Lindberg sind mal weit vernetzt und da klar sprechen die darüber. Es war heute auch viel Presse da, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es war viel polnische Presse da, also es muss irgendwo, also einen Fokus auf diesem Auerhahn-Pokal gelegen haben. Es war lokale Presse vor Ort, haben wir so auch, also es waren... Schöne Grüße an Nadine von Nordkorea, war eine gute, schnelle Zusammenarbeit heute, wir haben uns da schnell mit ihr zusammengefunden. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, letztendlich wird dann sicher ausgelost, es wird, gut, da kann jetzt keiner was für, wenn die sich einig sind, das ist auf jeden Fall rausgekommen am Ende, da können wir, ja, ich würde sagen, wir können hier viel labern, es passiert eh nicht viel, dass es eine Entscheidung der Fahrer und der Rennleitung in gemeinsamer Absprache war, das Ding aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Ja. Also es war kein Boykott oder kein... Nein, das war kein... Sie haben sich hingesetzt, haben alles noch versucht, was man tun kann, um das hier durchzubringen. Ich weiß. Und dann haben die Fahrer gesagt, es geht hier heute, ihr könnt machen, was ihr wollt, heute kriegt ihr es hier nicht hin. Es ist zu unsicher. Wir müssen... Der größte Hohn, wo mir, tut mir leid, wir sind selten so offen und ehrlich, ne? Wo mir die Kotze im Hals stecken bleibt und selbst, nein, es Wortwahl, ist so. Wortwahl. Nein, das Erbrochene. Es ist so. Ist, auch wenn die beiden Jungs das freiwillig gemacht haben und sehr gut gemacht haben, dass zwei junge deutsche Fahrer da unten reingehen und sagen, ey, das Rennen wird hier abgebrochen. Was ist das denn bitte? Es ist traurig. Was ist Respekt, das denn, dass sie es machen? Ja, nicht, das ist, Norik und Micha, wenn ihr das hört, das ist nicht, dass ihr es gemacht habt, so viel Arsch muss man erstmal eine Hose haben. Ne? Das Mikrofon zu sagen. Ich hätte mir da auch einen Rennleiter gewünscht, tatsächlich, der dem Publikum erklärt, was hier passiert ist und warum es passiert ist. Es sind da 4.500 Leute, die 25 Euro Eintritt bezahlt haben, die sich ein ganzes Jahr auf Pfingsten in Tedro freuen, die auch morgen am Bergring stehen und darüber reden. Ne?
Das wird Thema Nummer 1 sein in den nächsten Zeiten. Also bei uns, also glaube ich zumindest uns in der Szene. Es ist ja die größte am schadesten, ich finde es am allerschlimmsten, dass es zu erwarten war. Also wir haben es nicht gehofft. Nee. Ne? Nein, natürlich, ich bin ja auch nicht damit hingegangen, aber der Gedanke ist trotzdem da gewesen. Na klar, alle haben geguckt, was passiert und wo will Micha schon wieder hin? Alle haben geguckt, was passiert und was ist? Hallo? Bist du krank? Ach, er hat sich noch ein Bier geholt. Ja. Ja, Leute, verzeiht uns. Wir sind echt, wir wissen nicht so wirklich, was wir sagen sollen. Ja, einerseits haben wir uns ja vorgenommen, und das ist dieser Zwiespalt, nicht draufzuhauen. Aber wir wollen jetzt auch nicht draufhauen. Wir müssen jetzt auch noch mal... Es ist das einzige Positive, was ich dann heute... Ich möchte noch kein Resümee ziehen. Ich glaube, wir haben dann einfach noch nicht alles gesagt. Ist, dass wir hingegangen sind zu den Verantwortlichen, zu dem Vorsitzenden Herr Holz, einen guten Kontakt über Josef Hochelmann bekommen haben. Danke nochmal für die Vermittlung. Und dann zu einer ähnlichen Pressekonferenz mit in die Küche gebeten worden sind, wo wir dann die Verantwortlichen mal vor uns hatten. Sicherlich sind die uns keine Dings gegenüber schuldig, aber wir möchten halt berichten und gesagt haben, so passt mal auf, gibt mal eine Einschätzung selber. Wir durften übrigens die Mikrofone nicht laufen lassen. Das haben wir aber auch so angenommen, weil wir das vorher... Wir haben gefragt, ob wir sie anmachen dürfen. Ja, genau. Haben gesagt, nein, möchten sie nicht. Absolut respektiert. Es waren ja nicht nur wir da, es war der Nordkurier vor Ort, es waren, ja... Der gesamte Vorstand hat sich gestellt. Komplett. Mhm. Beides, also Veranstaltungsleiter Ronny Schlag. Meiner Meinung nach Veranstaltungsleiter für den Grand Prix Adolf Schlag. Der komplette restliche Vorstand des MC Bergring. Ja. Standen Rede und Antwort. Micha hat quasi begonnen mit der Eröffnungsfrage. Genau, stopp, bevor wir das jetzt alles erzählen. Das ist ein Gedächtnisprotokoll. Genau. Also hat ja einfach Ronny Schlag als verantwortlichen Rennleiter, nee, Veranstaltungsleiter, genau, gebeten, einfach mal zu sagen, wie er die Veranstaltung sieht, was passiert ist und genau. Ja. Und daraufhin ergriff Adi Schlag das Wort. Genau. Und hat. Ja, Micha, berichte mal ein bisschen kurz aus deinem Gedächtnis. Was hat Adi gesagt? Ich möchte mir bei sowas immer eigentlich vornehmen, das nicht zu werten. Ich möchte als allererstes sagen... Wertungsfrei sollten wir bleiben. Wertungsfrei. Es waren sehr viele Worte mit wenig Inhalt, den ich für mich wahrnehmen konnte. Mhm. Grundsätzlich hat er erstmal gesagt, dass man alles versucht hat. Der Verein, dass sehr viel gearbeitet worden ist. Das glaube ich auch. Da wurde schon viel gearbeitet. Die Mitglieder haben schon viel gearbeitet. Der Bahndienst, hundertprozentig. Alle, die dieses Wochenende, diesen... Pokal, diesen Auerhahn-Pokal, das ganze Bergring-Wochenende gemacht haben. Na klar arbeiten die viel, ist mir bewusst. Ja, das wurde uns gesagt, das haben wir natürlich auch angenommen. Man muss auch dazu sagen, ohne das werten zu meinen, das ist eine Empfindung gewesen, dass sie geschockt waren über diese konferenzartige Sitzung, die wir da gemacht haben. Das war so ein bisschen ungewohnt auch. Ne? Man wusste nicht so richtig mit uns umzugehen, was aber okay war. Ja, dass man alles dafür tut, dass man natürlich nicht den Grand Prix verlieren möchte, obwohl man noch gar nichts weiß. Es gab natürlich der seitens der FIM vom SGP, FIM Discovery noch keine Dings und ich krieg's gar nicht mehr zusammen, weil das so viel war. Ja. Es ist auf alle Fälle heute keine Entscheidung gefallen. Nein, genau. Es gibt am Dienstag, jetzt nach Pfingsten, also eine Konferenz mit der FIM und dem Veranstalter Tetro in Form von Adi Schlag, die auch in letzter Zeit viel in Kontakt standen. Genau, seine Aussage. Seit der Speedway Liga Nord, seit, ne? Ja. Also, es ist nichts, was, also, aktuell natürlich noch keine finale Entscheidung getroffen. Mhm. Es ist nie das Wort gefallen oder überhaupt nicht, dass dieser Grand Prix nicht stattfindet. Mhm. Es wurde mehrmals von uns gefragt und auch vom Nordkorea und so, ob, ja, ob das irgendein Thema ist, dass es, ja... Aber es konnte halt Stand heute noch keiner beantworten. Woher auch? Aber die Frage ist ja klar, dass sie sich stellt. Und du hast es auch im groben Publikum gehört, na hier fahren wir mal in 14 Tagen gar nichts. Also als Vermutung. Viele. Ne? Viele haben gesagt, Mensch, haben wir in 2 Wochen freies Rennwochenende. Ja. So, und egal, ob die Mitglieder alle sehr gute Arbeit und auch viel Arbeit, wie gesagt, gemacht haben. Der Fehler ist bekannt, er wurde nicht behoben. Es ist genau das gleiche wieder auf Kritiken, sogar noch schlechter als im Grand Prix 2022. Ja.
Und in der aktuellen Situation, in der sich der Verein befindet, also auch das, was wir medial in den letzten Zeiten gelesen haben, funktioniert es so einfach nicht als Grand Prix-Standort. Weil man kann tausendmal sagen, dass die Bahn schön ist und dass es Naturbelag. Wenn der Sport darauf nicht stimmt, ist mir scheißegal, wie schnell die Wurst oder die Bier kommt. Das ist übrigens deine Aussage, die ich gerade formuliere, die du vorhin gesagt hast. Ja, sehr gut, war eine sehr gute Aussage, hat mir sehr gut gefallen. Und so ist es einfach mal. Punkt. Das steht ja auch überhaupt nicht zur Debatte, ne? Und keiner sagt, die machen da. Die tun so, nicht alles und ich glaube denen, aber sie machen halt wahrscheinlich seit 5 Jahren das Gleiche. Oder? Ja. Und es funktioniert nicht. Das ist aber die Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe zu tun. Ja, und ein anderes Ergebnis zu warten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Ja. Ich habe auch explizit die Frage nochmal gestellt. Das war richtig gut. Ey, Ebi, ohne Mist, wir sagen sowas halt, aber da hast du richtig schön, das war richtig geil. In dieser Runde, da hätte ich dich küssen können für. Gefragt, warum man dieses Stück Bahn rausgenommen hat. Und die Antwort war ganz klar, weil, ob es stimmt oder nicht, kann ich so nicht hundertprozentig beurteilen, weil dort Steine waren, viele Steine, sehr steinig und daraufhin musste man das rausnehmen. Das war einer der Kritikpunkte. Ja, das musste ich so stehen lassen und ja, daraufhin hat man halt das gemacht mit zertifizierten Unternehmen. Die Stadt ist da sehr involviert. Ja, das waren die Aussagen, die kamen. Und letztendlich das Einzige, was mich wirklich verwundert hat oder bei dieser ganzen Geschichte, dass... Ich glaube, wir standen da 20 Minuten, eine halbe Stunde gefühlt. Ich kann es dir nicht sagen. Lange. Es hat nur Adi Schlag geredet. Mhm. Es wurde... Am Ende hat Herr Holz das Wort nochmal ergriffen. Ja. Aber ansonsten war es wirklich Adi Schlag. Mhm. Kein Ronny Schlag, der Veranstaltungsleiter ist. Das fand ich halt schade. Deswegen bin ich bin auch so irritiert deswegen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich auch. Ich habe ihn auch draußen mal gefragt, inwiefern er sagt, er ist für den Grand Prix verantwortlich. Obwohl ich halt nicht verstehe, warum wir dann heute über die... Gut, weil es vielleicht im Zusammenhang steht, weil der Grand Prix für ihn... Er sagt, er ist stolz, ist Deutschland, ist ja hat schön. Keiner geschafft. Jeder Veranstalter, der es in Deutschland geholt hat, hat es nur einmal geschafft, er 5-mal. Ja, aber es war auch die letzten Male nicht gut. Genau. Es war scheiße. Hm? Und heute war es nicht besser. Vor allen Dingen reißen sich viele Leute... Ich nehme uns jetzt auch mal ans Boot, wir loben uns ja relativ selten. Ne? Auch wir machen was für den Sport, alle anderen Vereine, jeder, der was macht. Und dann hast du so eine Veranstaltung, wo du wahrscheinlich auch viele Eventleute hast, die du einfach gewinnen könntest für den Sport, die vielleicht dann auch mal nach Güstrow fahren oder die dann auch mal sagen, hier, Mensch, ich habe das gesehen, ich gucke mir die Bundesliga in Stralsund an oder guck mir mal die Driftkids in Parchim, mal keine Ahnung. Die hast du heute hier verloren. Von den 4.500 Leuten, glaub mir, was willst du auch erwarten? Sagt man jedes Jahr und dann sind sie wieder da. Ne? Und es hat eine Verantwortung. Wer ist die letzte? Lass mich mal ganz kurz. Ja, entschuldige. Weil ich gerade so einen schönen Gedanken habe und der passt im Moment. Ja, ist gut. Es hat einer, ich weiß nicht, irgendein Bahnmeister irgendwo mal gesagt, es darf nicht nur der Grand Prix geil sein, es darf nicht nur Stralsund, es darf nicht nur Güstrow geil sein, es muss jede Veranstaltung gut sein. Weil überall bringst du neue Leute und egal wo die dann hingehen zum Speedway, es muss geil sein. Zumal da bringt es nichts, wenn du einen Veranstalter hast, wo es einfach nicht funktioniert. Und egal, was ihr da macht, den Tetro, ihr kriegt das in den Griff oder schließt zu. Ganz ehrlich. Adi hat doch dreimal gesagt, soll ich den Hut dann hinschmeißen? Vielleicht ja. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe mir heute gedacht und ich wusste nicht, ob ich sagen möchte, das war heute der Todesstoß für die Speedway-Strecke in Tetro. Punkt. Zumindest für Großveranstaltungen. Dass du vielleicht eine Liga Nord mit 150 Zuschauern fährst, wo von 100 Eltern sind, kein Problem. Aber meiner Meinung nach war das der Todesstoß. Weil sowas kannst du den Leuten nicht anbieten. 16 Läufe, wenn du 16 Läufe fährst, weil du Regen hast und danach geht gar nichts mehr, kein Problem. Überhaupt nicht, kein Problem. Oder du hast Gewitter oder irgendwas anderes passiert, was höhere Gewalt ist. Aber das war mal raussehen. Das Problem ist wieder aufgetreten und es war das gleiche Problem. Und da muss man doch mal einfach gegenwirken können. Man kennt doch die Stellen und da war offensichtlich nichts gemacht. Und wir reden hier nicht davon, dass wir einen kleinen Finger, meine ganze Hand war weg. Lindbeck hat in diese Rille und ich habe mich schon gewundert, wie Nori gefahren ist. Weißt du noch? Der ist so weit ingefahren mit dem Hinterreifen schon auf dem weißen Streifen. Ja, haben wir gesehen, warum. Ne? Ja, nachher warum. Und dann, ich bin kein Bahndienstmeister, aber wenn ich mit einer Walze über eine Bahn rüberfahre und auf einmal ist der Sand wieder breit getreten an der Seite, dann weiß ich, alles klar, der Sand hat eventuell, oder der Belag hat wohl nicht abgebunden oder der ist keine Form reinzukriegen. Sie haben nach Speedway Liga Nord die Bahn genommen, also sie sah schon gleichmäßiger aus als beim letzten Mal, du hast diese Stellen nicht mehr gesehen. Sie haben gesagt in diesem Gespräch noch, dass sie einfach keine Chance hatten zu testen,
Ja, ganz ehrlich, innerhalb von einer Woche ist es auch, also das wusste man auch vorher. Und der Speedway Liga Nord war der Test. Und der ging, der war nicht gut. Ne? Dann hat man nicht wieder alles hochgenommen. Jetzt hat man wieder 2 Wochen Zeit. Ich glaube, meine persönliche Meinung, der Grand Prix wird stattfinden. Mhm. Wie auch immer sie es schaffen. Mhm. Und dann wird es kritisch. Ich glaube, der Grand Prix wird meiner Meinung nach nicht stattfinden. Da dieses Risiko allein schon wegen den Fernsehrechten werden die Polen nicht eingehen. Denn Polen? Wieso Polen? Die Polen, also das Discovery. Discovery. Entschuldigung, Discovery. Ja, ich bin immer noch bei BTI, BSI oder weiß nicht, wie die früher hießen. Und ich sag's jetzt mal ganz salopp, aber du kannst mich gerne korrigieren, ne? Außer, dass Discovery ihre 13, 14 LKWs da abstellt und einfach eine befahrbare Bahn finden müssen und diese 13 LKWs irgendwo unterkriegen, ne? Was muss man denn noch so liefern? Klar, das drumherum und ist mir klar, dass der Verein das feststellt. Du musst mittlerweile Strom an allen Ecken liefern. Du musst zwei oder drei Internetleitungen haben. Okay. Davon gibt es mindestens eine Strecke in Deutschland, die mir sofort einfällt, die das sofort zu bieten hat. Bestimmt, es gibt noch mehrere, aber ich glaube, das steht überhaupt nicht zu dabei. Hoffe ich, dass das so kommt? Nein, das hoffe ich natürlich nicht. Du brauchst aber auch natürlich einen, der mal schnell 500.000 investiert. Und das hat keiner in Deutschland. Ne? Gut. Also hier können wir einem ADAC und Wölk oder wie auch immer, wer das vorfinanziert, dankbar sein. Sonst wird's, ich glaube, es könnte keiner einfach eine 500.000 hinschmeißen. Nein, natürlich nicht. Oder 300.000 oder 400.000. Aber möchtest du, pass mal auf, nur ein Gedankenspiel, ja. Okay? Deine Version A, also deine Version findet statt. Mhm. Und dann willst du das sehen? Willst du dir sowas angucken? Ich habe ja nur gesagt, dass es stattfindet. Nein, nur als Gefühl, als Frage. Nicht von wegen, du hast gesagt, sondern wenn es stattfindet, würdest du dir das so angucken wollen? Wir machen uns lächerlich in Deutschland. Ich fahre vor Ort. Also ich fahre hin und guck's mir an. Natürlich fahre ich auch hin. Natürlich gucke ich, ne? Ich habe nicht gesagt, dass es gut wird. Nein, das meinte ich doch gar nicht. Ne? Aber willst du das so sehen? Ist das der Effekt dahinter zu sagen, okay, es findet dann halt aber trotzdem statt? Ob es dann mit Biegen und Brechen sein muss, weißt du? Ja. Weil manchmal heißt es, wie heißt es so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, du merkst, ich bin traurig, auch über die ganze Geschichte. Ich bin auch emotional angefasst. Ne? Also es ist echt schade, was ich heute gesehen habe. Und wenn ich irgendwas positiv stehen lassen kann, dass sie sich hinterher gestellt haben, habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber das war's dann auch. Ich nehme das auch als Positives mit. Und 100%ig. Du hast gebeten, bessere Kommunikation. Ich hoffe, das haben sie verstanden. Genau. Also wir haben 2, 3 Sachen auch mitgegeben, auch wenn es jetzt irgendwie hart war und wir Namen gesagt haben. Aber ja, vielleicht muss es auch mal. Ja, aber so sein. Aber Ebi, um was wollen wir dann rumreden? Jeder weiß, um wen es geht. Ja, ihr brauchst hier nicht mehr rumreden. Wir brauchen nicht mehr rumreden. Und wenn, wir sind jetzt hier nicht die Gönner und nicht unser Podcast ist nicht der Nabel der Welt. Aber wenn jemand medial versucht hat zu sagen, Leute, versucht es nochmal mit Teto, gebt denen nochmal eine Chance. Wer war das? Waren wir das? Meine Mutter. Ja. So, und irgendwann ist dann einfach mal Schluss. Und warum haben wir das gemacht? Weil. Ja, warum? Geile Leute vor Ort waren. Weil eine Veränderung zu sehen war. Mhm. Weil ja etwas in Bewegung gebracht wurde. Ne? Ein Generationswechsel. Ne? Ein Adi ist zurückgetreten, ein Ronny hat es übernommen, jetzt ist Adi wieder da. Dann, ne? Die Geschichte mit Manuela, mit Kai, mit Stüdi, war alles. Ne? Und jetzt sind wieder da Leute. Es ist so schade. Ja, ich weiß halt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht. Ich wollte den Tag auch ein bisschen durch. Stell mir gerne 2 Fragen. Tja. Es ist. Ich meine, klar, Speedway ist nur unser Hobby. Aber wir dürfen auch nicht vergessen. Schönes Hobby. Da sind auch Leute, die damit Geld verdienen, wie zum Beispiel deutsche Fahrer. Ne? Und auch wenn die das nicht mögen oder auch viele andere Fahrer, die dann da hinkommen zu solchen Rennen. Es ist auch für die wieder eine Einnahmequelle weniger. Du hast weniger Highlights in Tedero. Der Bergring, wir werden sehen, wie er morgen besucht ist. Mhm. Ne? Wie er funktioniert. Wie er funktioniert. Ich hoffe, das ist wenigstens schön. Ja, gut. Jetzt wollen wir nicht, stell dir mal vor, aber, na klar, stell dir mal, oh Gott, wie kann ich dran denken? Ich bin kein Bergring-Fan, aber für viele Leute ist es eine verdammte Religion. Und wenn ich heute gerade gesehen habe, wie die da unten an unserem Parkplatz gefeiert haben, bin ich neidisch, dass ich da nicht gewesen bin. Ne? Ja.
Und irgendwie verbindet uns das ja doch auch mit Spitway Sport. Und ich will hoffen, dass die morgens wenigstens richtig, so richtig ein... Ja, ne? Backdeckring gehört zu Tedro. Da war ich auch ein bisschen... Warum macht man nicht die ganze Stadt mit Fähnchen, mit Flaggen, mit... Ja, Wimmeln, wir haben erst lachen wir noch drüber und dann fährst du heute aber durch. Und ich bringe das Beispiel meiner Heimatstadt Neustadt-Glewe. Grüße gehen raus an Neustadt-Glewe. Die feiern dieses Jahr 775 Jahrfeier. Und ich war letztens Hochzeit bei meinem Bruder und war morgens noch schnell zum Friseur und denk so, geil, die hängen Wimpelchen auf. Da steht 775 Jahre Neustadt-Glewe. Genau, und auch der Bürgermeister hatte oben an seinem Rathaus irgendwie schon was so angehängt. Okay, das sind zwar noch 130 Tage hin bis da, aber die Stimmung, das zählt doch so ein bisschen, Alter. Und ich habe dir gerade heute erzählt, ich habe diese Doku gesehen aus Mitte, Ende der 80er Jahre über den Bergring. Alter, was da abging. Und das hat nichts damit zu tun, dass es DDR-Zeiten waren oder so ein Scheiß. Ja. Die Identifikation war noch eine ganz, ganz andere. Und ich habe als erstes über den Nordkurier-Bericht so ein bisschen geschmunzelt. Bergring, man sieht kaum Werbung. Nein, sieht man nicht. Gar nichts. Na, wenig, ja. Tedro war heute eine ganz normale Stadt, nicht im Bergring-Fieber. Nein, leider nicht. Und ich hoffe, dass morgen, oder vielmehr nachher ist es ja, dass der Bergring irgendwie funktioniert. Um alles andere müssen sich jetzt andere kümmern. Ich bin gespannt auf Dienstag und ich bin gespannt, was da rauskommt bei dieser FEM-Geschichte. Ob unser Vorschlag zum Beispiel auch fruchtet, ob man danach sagt, pass auf, wir schicken jetzt gleich mal eine kurze E-Mail raus, dass es passiert. Egal wie. Ja. Ne? Also vor allen Dingen sehe ich noch nicht mal, ich mache jetzt gerade Social Media auf, viele wissen, ich bin Verfechter davon, weil es schnell kostenlos ist, besser als jede Website. Siehst du nicht mal einen Bericht dazu? Die Leute müssen sich über Nordkorea die Informationen holen, dass das Rennen abgebrochen ist. Ich habe noch nichts geguckt, ich möchte auch noch nicht, mache ich nachher wahrscheinlich im Liegen. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Wie es weitergeht. 2 Wochen sind noch. Nächste Woche erstmal Prag. Ja. Da werden wir bestimmt noch ein paar Stimmen einfangen. Da wissen wir mit Sicherheit mehr. Ja. Vielleicht wissen wir auch morgen schon mehr, morgen Abend. Also es werden ja viele Gespräche im Hintergrund geführt. Morgen treffen wir ganz viele Leute. Es muss aber klar kommen. Es muss keine Pissi-Pissi, ja, wir nehmen jetzt mal noch hier ein bisschen, sondern pass auf, eine knallharte, die, auch wenn ich kein Mitglied bin, so, die haben ja einen Anspruch, mich als Zuschauer auch irgendwie mitzukriegen. Also, das kann ja hinterher kommen. Du hast jetzt 14 Tage. Ne? Ja. Und dann musst du entweder sagen, hier funktioniert nicht, klare Kante, oder wir haben irgendeinen Joker. Nee, du kannst auf dieser Bahn kein Grand Prix fahren. So wie sie stand heute ist nicht. Nein. Nein. Und was willst du denn in 14? Ich bin also gerne, wenn... Es gibt Optionen. Wenn Höppi, ja, ich weiß. Was machst du, wenn Regen kommt? Dann hast du Pech. Dann hast du es aber versucht. Dann kann ich gleich das Ostseeschein anbieten. Dann mach ich das am Ostseeschein. Bitte. Ne? Tobias Kronberg, Grüße gehen raus. Er war nie erfolgreich. Also tut uns leid, wenn das jetzt hier ein bisschen ausufernd war und mit ein bisschen Rülpsen und so, dass es das wirklich... Evi und ich haben jetzt... Wir beide haben so lange im Auto gesessen, haben, was erzählen wir denn jetzt? Es waren auch noch nie so viele Leute auf mich zukommen nachher. Ey, ich freue mich richtig auf eure Sendung. Also das kriegen wir schon, um mal zu hören. Aber heute wirklich... Ja, ich habe auch Nachrichten. Also ich habe 1-2 gelesen. Ja, morgen höre ich den Podcast von Anfang bis Ende. Und ja... Bitte, macht ihr sowieso immer, hoffe ich. Nein, die Zahlen sagen eigentlich ja, die machen es. Aber wahrscheinlich seid ihr auch enttäuscht hinterher, aber ich glaube nicht, dass wir keine Stimmen haben. Das haben wir beide so beschlossen. Ja, und aber was willst du auch, was soll ich Michi Hertel noch anziehen? Ey, sag mal hier was zu. Ja, nein, natürlich nicht, Alter. Ich würde, also von mir aus können wir hier Schluss machen. Ja, machen wir auch. Wir packen noch Just a Little Bit Bumpy hinten dran. Nein. Ebi, nein, Alter. Ab jetzt schneiden wir sowieso. So eine Diskussion brauchen wir nicht. Doch. Du wolltest, dass wir mehr Real Talk machen. Jetzt haben wir mal Real Talk gemacht. So reden wir meistens beide. Ja. Mein Quatsch. Aber geil war heute. Stand jetzt ist ja nichts passiert. Der findet statt. Hängen wir vor. Fertig. Nee, hängen wir hinten. Nee. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns morgen in Güstrow. Pfingstpokal. Richtig geile Geschichte. Nachher. Ist ja schon. Na ja, gut. Für mich ist morgen erst immer nach dem Schlafen. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich so. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, vorhin 4.500 Zuschauer offiziell. Ja. Sieger nach Los. Gute Stimmung auch so. Alles tatsächlich, ne? Für die Tedro-Verhältnisse. Für Tedro-Verhältnisse gute Stimmung. Gute Stimmung. Ja. Tribüne steht für den Grand Prix. Ja. Ringsrum ist alles bunt, alles schön, der Rasen ist gemäht, alles top. Ja. Parkplatz, ja. Super. Ja. Und dann. So, könnt ihr euch auch aufregen über 3 Euro Parkgebühr. Habe ich als erstes auch gemacht, aber dann siehst du halt jede Menge Einweiser, eine gemähte Wiese. Ja. So ist halt so, ne? Für 3 Euro, kriegst nicht mal eine Bratwurst. Gut. Deutscher Meister, BVB Borussia. Tschüss, tschüss. Tschüssi, ich hab euch lieb. And the track at times is a little bit bumpy, but you seem... Little bit, yes. Just a little bit, yeah.